Bullseye. Hallo. So, liebe Freunde. Und der Cedric rennt weg. Hallo. Ja, wir haben hier Ende der letzten Folge noch hier endlich mal aufgeforstet. Jetzt weiß ich dank CedricWiki.com.dl. Nee, Punkt NYE. Genau, Punkt NYE. Genau. Weiß ich jetzt endlich, wie das funktioniert. Also kann ich das in Zukunft auch besser anpflanzen. Fichtis werden wir wahrscheinlich dann auch wieder sehr viel brauchen. Mhm. Hier kann man dann übrigens das Holz runterwerfen, also nicht runterfallen, das wäre blöd. Das müsste man eigentlich irgendwann noch mit ganz vielen Kisten und Trichtern verbinden, sodass dass man ja nicht runterfallen kann. Oder man setzt hier wirklich einen Zaun davor und macht das Schild dann links und rechts, dass man hier nicht reinfallen kann. Ja, ist auch keine schlechte Idee, ne? Auf jeden Fall da das mit dem Holzeinwurf, das funktioniert prima mit dem Trichter. Mhm. Hier ist da eigentlich auch schon mal irgendwelchen Mist runtergeworfen, wenn es Inventar voll war, man wollte noch weiter irgendwas machen. Nö, hier oben treibt sich eigentlich keiner groß rum. Und ich selber bin ja im Gegensatz zu gewissen Bürgermeistern immer sehr darauf bedacht, Ordnung zu halten. Aber gut, er hat ja jetzt einen Praktikanten dafür, der das dann machen kann. So, komm ruhig durch. Die alte Brücke, die wird wahrscheinlich so nicht weiter existieren können, weil die passt von der Höhe her jetzt gar nicht mehr zur Burg. Da muss ich mir mal was einfallen lassen, wie ich das dann abändere. Vielleicht gibt es einfach keine Brücke mehr oder sie kommt von da hinten und geht dann darüber. Mal gucken. Da muss man doch mal ein paar Touristenbilder machen, ja. Ja, unbedingt. Also, ja, was bieten. Auf der Seite. So. Und weiter geht's im Programm. Ja gut, hier kommen wir jetzt in die sehr aktuellen Räume natürlich, wo ich die ganze Zeit am Bauen bin, deswegen kennt das auch jeder. Ja, das ist ein Experiment, das habe ich zur Frage gestellt, jetzt, ich glaube, in der Freitagsfolge, die übrigens ein bisschen später kam, sorry, ob das gut aussieht oder nicht, ich bin mir da selber nicht schlüssig. Kann man so machen, muss man natürlich nicht. Hier draußen kommt dann dieser besagte Magierturm dann noch dran hoch und da machen wir auf jeden Fall diesen Pilzboden. Das ist so eine geniale Idee. Hm. Ich glaube, es wird schon wieder. Also wird das schon wieder dunkel? Wir haben doch gerade angefangen. Leute, so geht das doch nicht. Ist ja ständig Nacht hier. Gehen wir da schnell rüber? Oder? Ja, wir gehen da schnell rüber. Komm einmal durch den großen Saal der Helden. Der da noch richtig schön wird. Der auch schöne Fußbodenheizung, ja. Ja. Und dann einfach hier rüber in den. Genau. Ein Bett steht hier ja schon. Ja. Ach ja. Ja, hier gibt's noch nicht so viel zu sehen, natürlich. Hab ich das jetzt eingesammelt? Ja, warte mal. Ich spuck's dir wieder aus. Fühlt sich ja ein wenig schleimig an. Hier unten ist halt der alte Keller, ne? Ja, mit Vorratsräumen und so weiter. Das ist alles jetzt nicht so spektakulär. Spektakulär. Aber dann machen wir noch was draus. Also wenn du willst, kannst du gerne nochmal nach oben gehen und dir von da den Ausblick angucken, weil der ist wirklich atemberaubend. Ich glaube, da tun meine Sichtverhältnisse, meine Sehkraft nicht so mithalten. Achso, bist du kurzsichtig, ja? Mhm. Ja, komm, wir gehen noch ein höher. Was siehst du da? Ich sehe zum Beispiel von hier aus dem Berg drüben nicht. Doch, also mit den Bäumen drauf und so, meinst du? Doch. Also ich sehe gar nicht mal den Anfang, sondern nur so halb, wenn ich so schräg gucke. Also ich sag mal, ich kann den hinteren Teil der Mauer dann nicht mehr sehen, aber das Ausbildungslager sehe ich noch komplett und. Nee, jetzt sehe ich nur das kurze, gar nicht mal das Ende der Brücke, der Hängebrücke. Ja. Oh, okay. Wenn ich so stehe, da sehe ich das Spawnhaus von Marco. Marco Feldhammer, ja, der hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet, der ist so mit Arbeit beschäftigt hier mit den Gärten. Das ist. Ja, ansonsten entstehen dann jetzt halt die Dächer. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, hier ist auch hoch und so. Und hier ist vor allem noch nichts drin. Mach ich ja auch ständig. Oma Luise sagt dann zwar immer, pass doch mal ein bisschen auf und so. Das tut einem ja weh beim Zugucken, aber ja. Hilft ja nichts. Ja, mit den Geländern, das ist jetzt nur so experimentell. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das so weitermache hier an der Treppe. Aber eigentlich geht's, eigentlich sieht's gut aus. Ach, du bist schon, schon wieder abgekürzt hier. Ja.
Ja, so viel zur Burg. Und dann kommen wir eigentlich schon, sind wir eigentlich schon fast mit der Besichtigung der Hexenmacht durch. Wird ja auch Zeit nach irgendwie 1000 Millionen Folgen und dreien. Aber ich sehe es gerade hier ja live in Form und Farbe, dass du ja, ich habe es auch ja schon per Fernsehen gesehen, dass du hier deine Wand schön in den Hexenmachter Farben, und ich würde auch sagen, dass die Holzvertäfelung, die kannst du ruhig weglassen. Also das sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Ja, wie gesagt, also Holzvertäfelung. Passend, das war das Wort. Denke ich auch. Holzvertäfelung finde ich auch genial, aber das werde ich dann wirklich, oben kommt noch so ein kleiner Rittersaal rein, so ein Kaminsaal, Kaminzimmer. Und da passt das dann eher, genau. Wollte ich gerade sagen, da finde ich so ein schönes warmes Holz dann genial. Und gerade wenn jetzt von Ceron die Akazie ein bisschen erneuert wird. Oh, da freue ich mich schon. Also ich habe damit ja gestimmt. Ich auch, weil das sieht so richtig schön edel nach richtig edlem Holz aus. Oh, geht's her? Ja, das ist der Keller, den Delfino damals gebaut hat. Typisch Österreicher halt. Und das war eigentlich von dem alten Ausbildungslager, war das hier ja Cafeteria. Das sind wirklich Delfinos hier. Guck mal hier, der handelt mit Delfinos Sachen, nämlich hier sehr viel Wolle. Ja. Es müsste eigentlich in Boxsprung so einen Händler geben, oder? Wenn du mit den Bauern lange genug handelst, dann handeln die alle mit Wolle. Dann geht das los. Und dann verkaufen die dir auch Wolle. Also wer hier will jetzt welche haben? Oh, ich habe gerade zufällig hier, pass mal auf. Das mache ich jetzt mal. Zufällig da. Und hier, dann hast du, den Rest nehme ich mit. Hast du mal einen Smaragd? Viel Spaß damit. Vielleicht findest du ja irgendwas für einen Smaragd, was dir gefällt. Ansonsten kriegst du noch mehr. Und irgendwann, wenn das hier... Nee, hellgrün? Dunkelgrün möchte ich haben. Wenn das Ganze dann hier... hat er dann nicht im Sortiment. Ah, schade. Wenn das Ganze dann hier die Klinik wird, dann kommt hier unten, das Leichenschauhaus rein. Ja. In den Keller. Und dann dürfen die ganzen Bürger auch ausziehen, aber ich möchte die noch so lange lassen, bis das Gebäude da drüber so weit steht, dass die das vielleicht gleich annehmen und dann das Gebäude auch viel benutzen. Sollte das mal eine Psychiatrie werden? Das könnte man auch draus machen, ja. Ich meine, klar, gerade es geht ja hier um Kriegsversehrte, und insofern, da gibt es natürlich auch viele, die ein Trauma haben und so, ne? Ist ja logisch. Das stimmt. Also insofern würde das schon... Psychiatrie ist ja nicht immer schlimm, ne? Nee, um Gottes Willen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Es ist ein bisschen schwierig hier mit dem Umdrehen. Ja, es geht eigentlich. So. Hier daneben die Heldenschmiede, die ist ja hinreichend zu sehen gewesen, denke ich mal. Da gibt es jetzt auch nichts Besonderes. Hier repariere ich immer mein ganzes Zeug, dementsprechend benutzt den die am Banden, am Bossines schon aus. Gucken, habe ich gerade was ich reparieren kann? Ah, Prösterchen. Ja, mit 11 Leveln, das wird hier nichts. Allerdings könnte ich mal probieren, wenn ich jetzt diese eiserne Schibitzhacke nehme, mit Haltbarkeit und Effizienz. Ah, das kostet schon von vornherein. Also bis zu 15 Level, okay. Es ist ja vieles günstiger geworden, aber eben nicht alles. Und wenn Sachen schwer verzaubert sind, dann sind die auch sehr teuer. Auch bei der Reparatur. Ich würde meiner schönen Spitzhacke. Spitzhacke! Frisch gebrannt. Frisch gepresst, wollte ich gerade schon sagen. So, und da die Hexenwacht ja eigentlich als als Notherrschaftssitz dienen soll, das heißt, wenn überall die Dörfer und Städte, die Stadt bedroht sind, dass dann alle hierher kommen können und es trotzdem weitergeht, haben wir die einzelnen Stadtteile hier ihren Regierungsbezirk. Jetzt muss natürlich für das, was Delfino baut, aber das wird ja auch eher eine Festung, also der braucht das dann gar nicht. Aber die eigentlichen Ortschaften, die haben jetzt hier alle wie so eine Art Botschaft, ist da vielleicht der falsche Ausdruck, weil eigentlich müsste es heißen irgendwie Büro oder Notregierungssitz oder sowas. Ja. Die Gäste aber von außerhalb, wie zum Beispiel unsere Partnerstadt, Neme City, die sollen dahin, wo das eigentliche Stadtleben dann mal stattfindet, nämlich in den großen Berg. In die große Bergfeste. Ach hier unten hin. Nee, da, in den... Hinter dem Schwert. Da kommen wir gleich dazu.
Achso. Die Hanse damals, das war ja das allererste Gebäude, was ich im Let's Play wirklich groß gebaut habe. Auch sehr verwinkelt? Ziemlich verwinkelt, ja. Da findet man nicht gleich als Besucher hier zurecht. Nee, das ist wahr. Hier oben gibt's ein Hanselager. Ein bisschen nach oben? Oh, wo ist oben? Noch weiter hoch? Ja, wirklich sehr verwinkelt. Es sieht aber sehr schön aus, muss ich dazu sagen. Ne, das, also manchmal ist das Verwinkelte gar nicht schlecht. Ja, da ja, haben wir auch schon angefangen. Das neue Kistendosierungssystem, oder war das schon früher drin? Ne, damit habe ich damals im Grunde hier schon mal angefangen. Aber gar nicht so aus dem System heraus, dass ich das zum Ordnen nehmen wollte, sondern einfach nur, weil ich die Kisten voll haben wollte. Das hat sich so ergeben. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne? Ups, ja, hier sind Ladeluken, da muss man aufpassen. Also gibt's wirklich alles Mögliche. Ja, ja. Solltest du was entnehmen, musst du es aber unten im Hansebuch eintragen. Das ist ganz wichtig. Oh ja. So fein sind wir. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Ich gehe mal wieder runter. Ah, guten Tag, schöne Frau. Was haben Sie denn da im Angebot? 9 Gold für 1 Smaragden. Ich glaube, mein Schwein pfeift. 9 Eisen. Ich habe leider nur 6. Lässt du dich runterhandeln? Nee. Okay. Schade. Das hört sich so an, als ob du gerade draußen runtergesprungen bist. Ja. Guten Tag. Tag. Achso, und hier übrigens, das hier können wir mal, pass mal auf. Habe ich was dazu? Ein Boot. Ach, du bist noch drin. Ja, ich bin noch drin. Komm her. Ja. Stell dich da mal auf die andere Seite. Ah, das kenne ich. Ja. Jetzt können wir ein bisschen Tischtennis spielen hier. Zuck. Mach ich das? Oh, zack. Hehe. Oh, wuck. Zuck. Ah, nee, das war nicht richtig. Doch, hab's. Ach, das ist witzig, ne? Ja, das habe ich auch schon mal nachgebaut. Ich habe da erst ein bisschen gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Wo ich noch im Hotelgewerbe tätig war. Mhm. Das macht ja jetzt jemand anders bei uns. Ach so. Du bist, hast dich hochgedient, ja? Du bist jetzt befördert. Nein, ich muss eben den Bürgermeistertätigkeiten nachkommen. Das ist auch wichtig. Und da kann man nicht überall beschäftigt sein. Ja, und hier die Werft von Nico B. und daneben der Hafen, das ist ja alles auch noch relativ neu. Sieht wirklich sehr schön aus. Ja, da hat er richtig angeklotzt hier. Ja, drin sieht auch alles gut aus. Ja, und der ist ja jetzt wieder beschäftigt und ich glaube, das ist an dem Tag, wo wir aufnehmen, in der Hundsgraber-Folge vorgestellt worden schon. Deswegen verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass er eine Windmühle baut. Er ist nämlich wieder da, nach langer Zeit. Hier ist von Michel Knosowski der kleine Fischimbiss. Ja, und das war es im Grunde schon fast. Hier noch der Krakenmolch, die erste Kneipe, die ich so gebaut habe. Sieht schon mal lecker aus. Ich habe diesen gebratenen Lachs noch nie gesehen, als Item. Nee? Nein. Nee, du kannst... Warte mal, die hat bestimmt einen im Angebot. Ich guck mal. Nee, das ist normaler Bratfisch. Auch normaler Bratfisch. Ah, hier ist Lachs. Pass auf. Ich spiele mal die Jenny und ich verkaufe dir jetzt mal einmal Lachs hier. Bitteschön. Dankeschön. Lass dir schmecken. Und ich würde sagen, lass uns nochmal einen schnell im Krakenmolch heben und dann kehren wir da ein. Denn es wird schon wieder dunkel, oh Gott. So, Junge, Prost. Gut, damit. Jetzt. Oh, Entschuldigung. Oh. Aua, genau. Jetzt geht's aber schnell ins Bett. Ich glaube, da kommen schon die ersten Monster. Uah. Uah. Oh. Du willst wieder kuscheln, oder? Das ist Gewohnheit, das Bett aufstellen. So, jetzt müssen wir gleich mal kurz einen Sicherheitscheck-up machen, weil irgendwo habe ich da noch, zumindest auf der Außenseite gerade, du hast ja einen Bogen dabei, ne? Ja, 2 sogar, willst du einen abhaben? Nö, ach, Bögen habe ich ja genug. Ist jetzt nur, jetzt habe ich gerade keinen in der Hand. Aber, nee, kann sein, dass es im Berg ist, was ich auf der Karte sehe. Es scheint nochmal gut gegangen zu sein. Hm. Okay. Schließen wir die Besichtigungstour noch schnell ab und dann geht es nämlich in der nächsten Folge dann endlich
damit los, was wir eigentlich vorhaben, nämlich hier auch ein bisschen was zu bauen, denn die Vertretung von Nemea City soll ja auch nach uns graben. Und dann muss ich natürlich mein Versprechen auch endlich einhalten und wieder rüberkommen und dann die meinige bauen. Hier ist der Flo immer untergebracht, wenn er zum Legendensingen da ist. Nach uns graben, meinst du Hexenwacht? Hexenwacht, natürlich. Hier die Zwergengasse, hier wohnen so ein paar Zwerge. Ja, hier war gerade mal einer hier ein bisschen angeschlagen. Ja, genau. Und das hier ist halt diese Zwergische Lagersystem. Ja, beziehungsweise das ist ja also die große Brennerei hier. Genau. Der Nachteil ist, dass man natürlich keine Level kriegt, wenn man das so automatisiert macht und sie hier runterfallen lässt. Ich könnte sie auch hier wenn ich die Kisten runter weghauen würde, glaube ich, und sie würden nur in den Trichter fallen, dann würde man doch Level bekommen. Also das muss wenn man der mal... Trichter voll ist, glaube ich, ploppt das aber unten raus. Ja? Das kann sein. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch nicht, 100%. Das habe ich halt so für den vielen Pflasterstein, den man hier so, oder Bruchstein, den man hier so kriegt, gemacht. Dann kann man irgendwie vernünftig brennen und so. Oh, da können wir mal gucken. Ich habe neulich nämlich erst... Wir hatten die aufgelassen. Ja. Ich habe nämlich neulich erst ganz viele geschlachtet und dann wieder neue ausgesät, wie man das so macht. Raus. Machen wir die Tür zu? Ja, nö, lass sie mal. Lass sie mal da ruhig drin. Nee, ich meine hier die Haupttür. Achso, ja, ist richtig. Aber da können die nicht raus, ist kein Problem. So, hier so ein kleiner Pferdestall und da oben ist die Hütte von der Stallburschin. Ja, und da oben, ne? Da hattest du doch mal hier einen Kultanschlag, ne? Da oben. Ganz genau, da hat es mich rausgebombt und dann bin ich ja im Bannland gelandet, ganz weit weg. Irgendwie, das ist immer noch sehr mysteriös für mich. Ich hatte ja auch bei mir schon einen Anschlag des Kultes. Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt eigentlich mit dem Drachen erledigt haben, aber irgendwie scheinen die immer noch vorhanden zu sein. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich glaube auch, dass der Enderdrache sich wieder regeneriert hat, oder? War das nicht so? Ja, das hoffe ich doch mal nicht. Ja, und hier stehen wir halt vor dem großen Schwert und da sind wir jetzt endlich im Herzen der Hexenwacht, nämlich in dem, was die eigentliche Stadt für die ganzen Bewohner dann sein soll, wenn mal alle hierher müssen und fliehen müssen. Dann brauchen die ja auch Platz. Und deswegen geht es dann hier in die große Halle rein, die von den Bürgern bisher nicht wirklich benutzt wird. Hier drüben ist der Bahnhof, ihr Zuschauer, die mir hier gerade zuhören. Hier kommt genau. Man von Hunsgrab und hier kann man nach Hunsgrab. Genau. Ist doch irgendwo und stehen. Das werde ich auch noch, erweitern. Bahnhof. Ja, richtig. Das muss ich auch noch erweitern, dass man dann von hier aus zum Hexenhafen irgendwie rüber kann und dann vielleicht mal irgendwann bis Bocksprung. Aber das ist natürlich mega also, Arbeit, sich da durchzuwühlen. Hier so Kopfbahnhof, wie man auf der anderen Seite wieder dann woanders raus. Ja. Genau. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich dir eigentlich schon... Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Ne, siehst du, das wird jetzt aber mal Zeit. Brauchst du meinen Namen? Ich schreibe das auseinander, ne? So. Oder so. Und zwar natürlich gebührt auch dir schon längst die Ehrennadel, der Verdienstorden der Hexenwacht, die... Das goldene Schwert von Hexenmacht. Ich habe das lange nicht gepflegt hier, deswegen, weil ich hier so oft nicht drin war. Aber natürlich mit allein den ganzen vielen Tipps, die du uns immer gibst und den schönen Kommentaren, ist das natürlich aller Ehren wert und deswegen der Orden für dich. Ja. Selber. Und liebe Freunde, die Folge ist schon wieder rum, aber ab der nächsten Folge sind wir dann jetzt hier drin tätig und dann passiert doch endlich mal was. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss. So, jetzt müssen wir mal einen Schluck trinken. Oh. Das Flasche war jetzt eigentlich nur gedacht, leere Glasflasche. Weiß ich doch, war doch nur Spaß. Ja, wie lange hast du noch Zeit? Ist egal. Mitternacht? Ja, ganz so lange reicht meine Stimme, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe wirklich heute den ganzen Tag Zeit. 2-3 Folgen, denke ich mal, schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die 4. oder 5. war. Ich glaube, es war die 6.